Achso, der Klerik, zack. Ein dritter Klerik, Kleriker, Priester, wie auch immer man ihn nennen möchte. Und wir nutzen die Gelegenheit. Boah, hier sind. Ups. Alter, komm schon. Auch schon wieder 13 drauf, das ist echt krass. Aber ich habe doch eigentlich genug Farmer, ne? Komm, machen wir noch einen mehr. Was soll der Geiz? Häuser sind auch durch. Kann ich hier mal sehen bauen? Oh ja, tatsächlich. Wie viele? Eins, zwei, drei, vier. Ziemlich genau zwei. Sogar ganz genau nur zwei. Aber die können da ruhig hin. Und hier kann ruhig auch nochmal eins hin. Ich baue jetzt einfach Wildhäuser wie ein Wahnsinniger. 129 Häuser, 132 Familien. Die legen wieder nach. Ich komme kaum hinterher. Aber das Problem ist, wenn das immer mehr werden und ich brauche gleich eine vierte Schule. Scheiße, ich brauche gleich eine vierte Schule, wenn die nicht alle mal erwachsen werden jetzt. Verdammt, ich brauche eine vierte Schule. Boah, auf kurz so lange brauche ich die echt. Also, eher kurz, weil quasi schon da das Problem. Ich weiß nur nicht, wo ich hier die hinbauen soll. Wo habe ich denn jetzt noch? Hier unten habe ich jetzt noch was angefangen. Da ist aber eine Schule. Hier oben könnte ich eine Schule hinbauen. Weil ich muss natürlich auch mal die Wege beachten, die laufen müssen. Setze ich die Schule einfach mal hier zwischen, ne? Oder hier hin? Gatherer, Herbalist, Forester's Lodge. Aufgeschissen, ey. Ach, wartet, ich habe doch hier... hier hinter noch Weg. Ich wollte doch hier, wollte ich doch eigentlich nichts hinbauen. Kann es jetzt aber doch. Weil ich kann jetzt hier dann den Hinterhof nutzen und da irgendwie versuchen, eine Schule reinzuquetschen. Was aber leider nicht klappt. Ach, wie ärgerlich. Ah, wie ärgerlich ist das denn? Nein, muss hier noch ein Haus hin. Okay, dann muss die Schule dahin. Ja, geht die Schule nicht hin. Warum nicht? Weil es zu eng ist. Auch wie doof ist das denn? Hier geht die Schule auch nicht hin. Meine Güte, hier geht die hin. So, ich baue die jetzt dahin und gucke mal, was der dabei hat. Oh, habe ich das? Habe ich das? Habe ich das? Plam, 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 plam. Habe ich. Potatoes habe ich sowieso. Ganz ehrlich, was fehlt mir denn noch? Äpfel habe ich, Kirschen habe ich, Chestnut habe ich, Peach habe ich auch, Pear habe ich auch, Pekannüsse habe ich, Plum habe ich, Walnüsse habe ich auch, Bohnen fehlen mir und mir fehlen Pumpkins. So, dann komm mal wieder mit deinem anderen Zeug. Bitte. Bitte gleich, bitte tu das. Was mit dem? Ach, die Forester's Lodge ist am Limit, geil. Machen wir mal 4000 daraus. Perfekt. Und Fuel ist bei 3,5. Fuel, Fuel, Fuel. Benutze aber momentan nur 2,5, weil ich halt die teuren Steinhäuser mittlerweile habe und das Ding ist fast voll. Das ist nicht zu glauben. Habe ich nicht letztens hier ein zweites angefangen und gesagt, kriegst du eh nie voll. Brauchst du nie. Musst du nicht bauen, so ein Riesending. Hab ich gesagt, ne? Ja, von wegen. Seht ihr mal. Hat sich nämlich gerade erledigt, wie es aussieht. Vor allem, wenn die Minen dann hier bald auch noch alle an sind. Wenn unten die erschöpft sind. Also die hier als allererstes. Auch wenn da nur zwei Leutchen drin sind. Ich brauche noch momentan nicht mehr. Ich habe so viel Eisen. Ich habe 700 Eisen. Ich weiß gar nicht, wohin mit dem Zeug. Liegt hier rum. Das liegt hier auf den Straßen. Es liegt einfach so auf den Straßen, das Eisen. Diese edlen Ressourcen. Ist wieder Zeit für neue Häuser oder ist das alles gut? Oh, 92% educated. Das ist super. Das ist super. Das ist super, 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 super. Was erzähle ich da eigentlich? 130, 136. Da geht noch mehr.
Hafen. Population ist gut. Citizens. Ich nehme einfach jetzt... was? Ach, ich habe ein Achievement bekommen. Und das Stylish Achievement. Welches ist denn das? Stylish, Stylish, Stylish. Da. Über 200 mit Warm Coats für 4 Jahre. Joa. Das kriege ich hin. Genauso wie ich vermutlich leider das mit dem Graveyard hinkriegen werde, was mich leider eigentlich nicht unbedingt beruhigt. Denn ich habe hier 126, ich rechne nochmal nach, habe hier 144 und habe da oben, wie unauffällig das mit dem Achievement gerade kam, nochmal 77. Dann bin ich bei 347, dann mache ich nochmal, ich weiß, es ist blöd, aber ich muss eigentlich irgendwo nochmal einen hinsetzen. Ich könnte hier einen hinsetzen, hier so zwischen, dann lockert das ein bisschen auf. So das ganze Stadtbild eigentlich. Dann könnte ich den hier, wo könnte ich den denn mal hinsetzen? Ist eh so eine komische Kante drin, aber gut, die Straße kriege ich ja noch weg. 1, 2, 3. Mal 11, 15 mal 11, zack. Habe ich jetzt einfach mal hingesetzt. Dann kann ich nur da keine Häuser mehr hinbauen, ne? Oh ne, das war nicht gut. Das muss ich anders machen. Das muss ich anders bauen. Da muss ich wohl erstmal hier die Häuserreihe bauen und vorher muss ich da die Straßen wegmachen. Die kann mal hier weg, die Straße, komm. Braucht eh keiner. Die ist ein Relikt alter Tage. Wenn man so möchte. So, ein Haus, noch ein Haus, noch ein Haus und hier passt leider keins mehr hin. Hier kann ich noch zum Beispiel einen Brunnen hinsetzen. Ich weiß, ich verbrate gerade Steine wie blöde, aber nicht nur, dass es dafür ein Achievement gibt, sondern wenn es dann mal brennt, was zum Glück noch nicht passiert ist, aber wenn, fackelt nicht direkt alles ab. Oh, das war doof. Das muss ich noch wegmachen. Ich wollte hier noch Häuser hinsetzen. Eigentlich. So drei. Zack, weil dann habe ich nämlich hier einen Weg. Da kann dann nämlich auch ein Brunnen zwischen. Irgendwo da. Hier so, irgendwo. Dachte ich eigentlich, könnte einer hin. Habe ich mich aber, glaube ich, getäuscht anscheinend. Okay, da kommt kein Brunnen hin, habe ich gerade entschieden. Aber hier könnte einer hin. Hier könnte einer hin. Hier könnte nirgendwo einer hin. Doof, ey. Hier oben könnte einer hin. Aber der ist zu nah an dem anderen. Ich mach den echt hier hin. Obwohl, ich habe hier einen. Ach, egal, was soll's. Hauptsache, ich habe mehr. Es wäre, es ist durchaus wichtig, die zu haben. Ich glaube, so langsam das mit dem Nahrungs... Zumindest ist meine Reserve irgendwie gerade wieder leer. Und jetzt ist die Schule voll. Krass. Glücklicherweise habe ich ja schon angefangen, die hier zu bauen, was ich mal eben schnell auf hohe Prio setze. Increase Priority. Los, prioritiere mal. Dann bring mal hier Zeug hin, mal gucken, wie schnell es geht. Gucken wir doch mal. Wie schnell ist er denn? Die Jungens. Wie schnell sind die Jungens? Das sieht ziemlich schnell aus. 27%, komm. Ich habe gerade 4 neue Laborer bekommen. Krasse Kacke, ey. Also, ne, ihr erinnert euch, als ich gesagt habe, wenn man halt total viele Leute hat, dass es hier einfach nur so tak, 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 tak durchrattert. Theoretisch kann ich die noch ausmachen, weil ich kann hier eh nicht mehr hingucken, weil das ist einfach viel zu viel. Das passiert einfach viel zu viel in einem Jahr, deswegen komme ich da gar nicht mehr nach. Am Anfang ging das ja noch. Da ist mal zwischendurch einer gestorben. Und dann ist mal einer geboren worden und dann mal zwischendurch ist mal einer zum Laborer geworden. Und mittlerweile ist das ja hier zack, 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 zack. Und ich bin gerade mal bei 400 Leuten. Das höchste Achievement ist bei 900. Dann könnt ihr euch vorstellen, wie das da unten abgeht. Im Eventlog, da ist dann tak, 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 tak. Da kommst du gar nicht mehr nach. Dann, das ist dann der Moment, wo man ihn ausmacht, weil der bringt dann einfach nichts mehr. Aber wir sind momentan auf einem guten Weg dahin. Natürlich sind dann auch, je mehr Leute man hat, desto schädlicher sind dann natürlich auch Desaster. Aber mal gucken. Gibt es eigentlich ein...
Nö, das ist nur bis 900 kommen. Aber wir sind noch nicht mal bei 600. Mal gucken, ob wir die 600 schaffen. Das wäre natürlich interessant. Das wäre schön, wenn ich die 600 schaffen würde. Und was ich nochmal machen kann. Mache ich das da oder mache ich das dann nicht? Doch, ich mache das. Seid ihr dabei? Jede Menge Shit. Ich habe genug Nahrung, ne? Ja, komm weg. Ich wollte aber genau zu dem. Ich wollte nämlich noch einen Trading Post. Ich wollte tatsächlich einen zweiten Trading Post bauen. Haltet euch fest. Jetzt wird's nämlich crazy. Ich weiß, das klingt jetzt total verrückt, aber ich baue tatsächlich einen zweiten Trading Post. Das hat auch einen ganz bestimmten Grund, den ihr wahrscheinlich entweder schon wisst oder gerade völlig an mir zweifelt, was ich denn hier für einen Unfug mache. Ich weiß nur noch nicht genau, wo ich ihn hinsetze. Hier ist richtig kacke. Hier wäre gar nicht so doof, zu diesem Fischer. Aber optimal ist das auch nicht. Hier könnte ich den nicht hinsetzen, weil er eine Straße ist, sonst wird es gehen, aber die müsste ich dafür abreißen. Hier reicht es nicht. Ich suche gerade mal ein schönes Plätzchen für den. Aber ich finde gerade noch keins, außer direkt hier neben. Nein, Quatsch. Aber natürlich nicht. Hier sind Schafe, da ist auch kein Platz für. Hier wäre Platz. Hier wäre kein Platz tatsächlich. Kriege ich nicht hin. Okay, ich muss mal ein bisschen gucken. Hier auf meine Grüninsel setze ich das Ding bestimmt nicht. Ich könnte den hier nicht hinsetzen. Ich könnte den hier hinsetzen. Hier könnte ich den hinsetzen. Das ist gar kein schlechter Platz dafür. Da mache ich das auch hin. Was das Ganze für einen Sinn hat, werdet ihr schon bald erfahren. Aber ich will ja nicht zu sehr spoilern. Erstmal gucken wir, was unsere Schule hier macht. Die ist nämlich schon fertig fast. Weil nämlich unsere... Alter, wir haben 22 Laborer, aber ich habe eine Sekunde nicht hingeguckt. Das gibt's ja gar nicht. Ich habe, glaube ich... Machen wir die auch nochmal auf Max. Forester machen wir eigentlich auch nochmal einen mehr. Den machen wir mal einen mehr. Ich habe viel zu viel Zeug. Vendor machen wir nochmal einen. Und jetzt kann ich eigentlich auch hergehen und nochmal Stonecutter nochmal zwei machen. Drei. Weil... Warum nicht? Ich habe 15 Laborer. Das ist echt abgefahren, krass. Das Ding ist auch fertig und wird bereits benutzt, weil das Ding ist schon ziemlich voll. Oh, Stonework. Nächstes Achievement, was ist das denn für eins? Jetzt geht's aber ab hier. Stonework, was ist denn Stonework? Also ich habe schon ein paar, wie man sieht. Stonework. Habe ich das übersehen? Stonework. 10.000 Steine in 100 Jahren. Ja. 50.000 Loks in 100 Jahren. 50.000 Loks in 100 Jahren. Schaffe ich das? 100 Jahre Loks. Gerade mal 38.000. Da fehlt noch was. Aber ich habe auch keine... Merkwürdig. Merkwürdig ist das. Ah, sauber. Fertig. Der Teacher. Zack. 5 Schulen, ey. Vor allem mal ich jetzt, zumal ich den einen jetzt gar nicht mehr brauche gerade. Aber gut. Hier ist noch nicht mal angefangen. Doch ist wohl angefangen. Hier hinten wird fleißig gebaut. Da könnte ich nochmal einen 5. Bilder einsetzen. Und was ich an dieser Stelle noch tun kann. Ich habe hier auch noch. Wie viele Häuser habe ich denn hier geplant? Eieieiei. Ich habe gar nicht genug Jobs für die. Ich habe zu viel zu saufen. Machen wir mal 500 raus. Ich habe gerade tatsächlich zu viel zu saufen. Kohle. Machen wir mal 10. Dann machen wir die Minenarbeiter. Machen wir mal 24 raus. So. Dann haben wir noch ein paar Leute mehr. Oh, diese Geräuschkulisse ist der Horror. Wie viel hat das Ding noch? Ich mache mal hier nur 3 rein, falls es mal... Weil das ist das erste Ding, was leer wird. Und die anderen kommen so langsam nach.
auf kurz oder lang werden die eh alle leer und dann habe ich dann nur so leere Löcher und das will ich halt möglichst lange hinauszögern. Was nicht heißt, dass ich das hier auch möchte, weil die mache ich nämlich jetzt. Ich habe da zwei drin. Ich mache mal drei und mache noch einen Minenarbeiter. Dann geht das Ding hier mal leer und dann kann ich die mal alle da oben hin verlagern. Ich weiß nur noch nicht, ob ich das aber will.